So, bist du bereit für diese Operation? Wir prüfen die Akte. Ganz gleich, was ich mache. Ich kriege einfach nicht mehr Follower. Bitte helft mir. Ach so, das Stück. Ah, das Stück gleichere. Wow, die Zahl meiner Follower ist rasant gestiegen, aber es ist unerträglich, wie viele Hater ich angesammelt habe. Ach ja, ey, das sind so. Ist das geil. Gut. Aber dann können wir ja eigentlich gleich installieren. Moment, ich habe doch hier. Dann können wir doch hier. Filtert Online-Inhalte und blockiert alle Arten negativer Reize. Können wir das doch auch installieren. Dann hat er gleich zwei Module drin. Hater zu ignorieren führt nicht dazu, dass andere einen mehr mögen. Das mag sein. Das ist auch wieder der gleiche. Der kommt auch wieder zurück. Oh ja, das ist echt gut. Ich hab's geschafft, sechsstellige Investitionen zu bekommen. Aber wenn ich will, dass all meine Startups überleben, brauche ich noch mehr. Weiter so. Okay. Ja, aber was soll ich ihm denn noch alles geben? Habe ich was da? Moment, ich guck mal, was ich hier herstellen kann. Erhöht drastisch die erotische Anziehungskraft, beseitigt das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Das ist eigentlich. Das hätte ich dem einbauen sollen. Okay. Hebt Ehrgeiz und Machthunger auf. Okay, komm, wir machen das mal. Vielleicht können wir ihnen damit helfen. So, Musik. Dann können wir hier das hier. So, ich drücke wieder. Also manchmal, die Maus reagiert manchmal so schnell. So. Okay, hier kann ich gar nicht so weit rein, oder? Nee. Dann muss ich wieder zurück. Ich muss ein anderes Werkzeug nehmen. So, hier gehen wir näher ran. Na, das sieht schon mal gut aus. Nehmen wir mal das hier. Dann kann ich hier die Lücke machen. So, wunderbar. Das ist auch gut. Hier ist... Nein. Nein. So, perfekt. Wunderbar. Hier unten noch. Bisschen nach oben. So, sehr schön. Und was mache ich hier? Muss ich auch mit dem machen. So. Ja, das sieht gut aus. Ist zwar nicht schön, aber zweckmäßig und einzigartig. Die Produktion ist abgeschlossen. Der Frosch, gut gemacht. Das bauen wir ihm jetzt mal ein. Also er braucht noch mehr. Jetzt muss ich nochmal gucken, was macht der Frosch eigentlich? Hebt Ehrgeiz und Machthunger auf. Ne, das passt ja gar nicht eigentlich. Ehrgeiz vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Ist ein unkonventioneller Weg. Wenn ich es falsch mache, keine Ahnung, was passiert. Ich baue es ihm einfach mal ein. Von der Blindheit durch ihre Gier befreit, beginnt die Person womöglich zum ersten Mal im Leben. Was im Leben zu sehen. So, den kennen wir auch schon. Wir prüfen mal seine Akte. Wenn das nicht ironisch ist, ich habe einen sicheren Ort gefunden, aber den Bezug zur Realität verloren. Und jetzt kann ich sie nicht mehr richtig kritisieren. Ich brauche eine andere Lösung. Also ethisch, boah, da gibt es so viel zum Nachdenken gerade schon. Wahnsinn. In diesem Spiel hier. Charisma. Überredungskünste. Filtert Online-Inhalte, hebt Ehrgeiz und Machthunger auf, erhöht... Puh, was machen wir bei ihm denn? Gucken wir mal. Filtert Online-Inhalte, drastisch Anziehungskraft, soziale Anerkennung. Schalte das soziale Gewissen ab. Puh. Alter, was? Was machen wir bei ihm denn?
Ich habe keine Ahnung, was machen wir denn da? Beseitigt das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, hebt Ehrgeiz und Machthunger auf, schaltet das soziale Gewissen ab. Puh. Ich lese noch mal ganz kurz, was er hier sagt. Wenn das nicht ironisch ist, ich habe an sich einen Ort gefunden, aber den Bezug zur Realität verloren und kann jetzt richtig kritisieren. Brauche eine andere Lösung. Puh, keine Ahnung, was ich da jetzt mache. Drastisch Anziehungskraft, beseitigt das Bedürfnis sozialer Anerkennung. Nee, das passt ja auch nicht. Hebt Ehrgeiz und Machthunger auf. Schaltet das soziale Gewissen ab. Ich habe keine Ahnung. Erhöht das Charisma in sozialen Netzwerken? Ich habe keine Ahnung. Ich baue mir irgendwas ein. Ich baue mir irgendwas ein. Was installiere ich denn? Sozialen Netzwerken, Überredungskünste, Online-Inhalte. Ja, das hat er schon. Ehrgeiz und Machthunger. Charisma. Überredungskünste. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das hier einfach mal. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mit installieren soll. Nö. nein, das ist keine gute Idee. Das stimmt. Verdammt. Ja, bittere Medizin, die richtige. Ja, genau. Das mag vielleicht sein. So, wir prüfen auch mal hier. Ohne Netzmobbing ist mein Leben wirklich leicht. Aber vom Ruhm der Top-Cosplayer bin ich immer noch ganz schön weit entfernt. Okay, Macht und, das steht jetzt Macht und, hier, nee, das ist nix. Ehrgeiz und Machthunger auf. Komm, machen wir das mal. Boah, ist das knifflig, das ist schwierig. Macht sorgt für Respekt, doch selten für Bewunderung. Ja. So, prüfen wir ihn auch nochmal. Ich habe viele Unterstützer gefunden, aber das hat mich auch weiterem Hass ausgesetzt. Ich will keine Popularität, ich brauche Seelenfrieden. Seelenfrieden. Ja, wie kriegt man denn Seelenfrieden? Puh. Was haben wir denn? Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn nicht gemacht? Der Prinz erhöht drastisch die erotische Anziehungskraft. Nö. Beseitigt das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Ah, das hätte vorhin gepasst. Okay. Das hätte vorhin gepasst. Hebt Ehrgeiz und Machthunger auf. Schalte das soziale Gewissen ab. Komm, wir bauen das einfach mal. Und bauen es ihm ein. Schwierig zu bauen tatsächlich. Sehe ich gerade. Na, Moment, ich will den hier. So. Wir werfen die Maschine an. So, dann gehen wir. Hier oben haben wir es schon grün. Wunderbar. Hier geht's weiter. Ah, das ist schwierig hier zum Bauen tatsächlich. Ah, so geht's. Sehr gut. Hier unten. So, wir töpfern. Wir töpfern hier. Das ist echt geil. Also, das Spiel hat irgendwie eine Faszination, muss ich sagen. Hört mal, ich meine Maus, ich habe keine Ahnung. Ich drücke gerade wie wild. Kann ich eigentlich auch gedrückt halten? Nee, gell? Leider nicht. So, dann brauchen wir ein anderes. Anderes Werkzeug. Das hier. Nee, das hier. Hallo? Das hier. So, werfen wir die Maschine wieder an. So. Also, warum reagiert die Maus hier so schnell? Kann man das vielleicht umstellen irgendwie nachher? Guck ich mal, ob ich das hinkrieg.
Mann! Nur ganz kurz zurück. So, ist gut, wunderbar. So, dann brauchen wir wieder das. Hallo? Das hier brauchen wir, so. So, so, wunderbar. Das sieht gut aus. Was haben wir da jetzt gebaut? Die Hülle. Gut gemacht. Was war die Hülle eigentlich? Was habe ich da gebaut? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Alter. Installieren. Wir gucken mal die Hülle. Was war das doch gleich? Schalte das soziale Gewissen ab. Ich installiere es. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt schwierig. Oh ja, okay. Na gut, es scheint richtig gewesen zu sein. Okay. Was ist mit dir? Klientenakte prüfen. Mir ist nicht mehr danach die Beste zu sein. Trotzdem muss ich geliebt werden. Okay. Gut, da haben wir dieses erotische Ding, oder? Dieses erotische Anziehungskraft. Vielleicht braucht sie wirklich mal richtige Liebe und nicht nur die soziale Netzwerkliebe. Oh Gott, wie sich das jetzt anhört, soziale Netzwerkliebe. So, das, nee, Moment, das hier. So, wir werfen die Maschine wieder an. So, und dann gehen wir, so, und dann gehen wir hier runter. Komm, 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 komm. Na. So, hier können wir auch wieder. So, wunderbar, hier auch. Und hier unten, gut, dann brauchen wir jetzt noch das andere Werkzeug. Huch. Das hier. Na. So. Wir werfen die Maschine wieder an. Und gehen hier rein. So. Oh. So, wunderbar. Darf nicht zu weit rein. Das muss auch irgendwie genau treffen, dass es hier funktioniert. Das geht noch. Wunderbar. Und hier unten ist es eng. So. Nein! Nochmal eins. Ich glaube, ich bin hier schon zu weit tatsächlich. Ist das eng? Ist das eng? Ist das eng? So. Geht es? Probier es mal. Alter, Mann! Okay, das hat nicht funktioniert. Vielleicht mache ich erstmal doch die kleinen Stellen. So, ganz vorsichtig hier rein. Das ist irgendwie schwierig hier. Warum ist das so schwierig? Warum tue ich mich hier so schwer mit dem? Jetzt ist grün. Perfekt. Das ist auch grün. Sehr schön. Und hier oben. Das ist auch grün. Gut. Hier das hier. So. Das ist grün. Wunderbar. So, noch ein bisschen näher ran. Gut. Grün, das ist auch grün. Hier müssen wir noch gucken. Kommt das so hin? So, jetzt ist alles grün. Jetzt haben wir es. Produktion abgeschlossen. Der Prinz, gut gemacht. So, und das bauen wir ihm ein. Dann hat er hoffentlich eine Freundin. Installieren. Huch, halt, installieren. Ja, 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 bin ich. Installieren. So. Bum, 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 bum. Wo war das? Die Hülle, der Prinz. Ja, guten Eindruck hinterlassen. Okay, weiß ich nicht, keine Ahnung. Klientenakte prüfen. Die Zahl meiner Follower wächst rasch. So viel ist sicher, aber meine Fans unterhalten sich jetzt zu viel über meinen Körper. Alter! Okay, dann machen wir jetzt hier mal, da haben wir diese soziale Anerkennung. Ehrgeiz und Machthunger, schalte das soziale Gewissen ab.
Moment, ich habe noch eins, wo ich noch nicht gebaut habe, ne? Was war denn das? Hier, das muss ich bauen. So. Ist das kompliziert? Ich muss einfach nur lesen. So. Gut, dann werfen wir die Maschine wieder an. Das war nix. Braucht jetzt andere Werkzeuge. Alter. So. Ne, schön. Hä? Das hier. So, jetzt Maschine anwerfen. Jetzt wird's grün, das ist schön. Hier oben können wir auch nochmal wegmachen ein bisschen. So, ja auch. Gut, und dann brauchen wir dieses Teil hier. Was war das? Halt, zurück. Das war gar nichts. Was war das jetzt hier? So, hier rein. Dann machen wir hier das zu. Geht das. Perfekt. So, hier oben auch nochmal. So, wunderbar. Und hier oben ist auch. So, und hier brauchen wir das hier. So, sehr schön. Produktion ist abgeschlossen, der Tempel, wunderbar. Und jetzt bauen wir ihn jetzt noch ein. Da hat er seinen kleinen, privaten Tempel. Dann wird er hoffentlich genug haben von den sozialen Netzwerken. Hier, der Tempel. Installieren. Das war ausgezeichnete Arbeit, Akara 184. Danke, Aufseher. Bereite dich auf neue Klienten vor. Bei dieser neuen Gruppe wirst du einige Kunden haben, die als Führungskräfte der Superkontinent gekennzeichnet sind. Wenn du solche Klienten hast, installiere einfach, worum du gebeten wirst. Es steht uns nicht zu, über unsere Besitzer zu urteilen. Verstanden. Wenn du willst, kannst du die eingegangenen Klientenakten durchsehen. Lass mich wissen, wenn du bereit zum Operieren bist. Wo kann ich denn die... Ja, ich bin bereit. Perfekt, Nummer 1 kommt. Mit grünen Haaren. Na dann. Prüfen wir mal. Er ist 24, okay. Die Bewohner dieser Stadt haben aufgehört, an die Kraft ihrer Seelen zu glauben. Bitte gib mir eine Möglichkeit, ihnen den Geist zu öffnen. Okay. Den Geist zu öffnen. Überredungskünste. Das wird wohl sein, ne? Ja, komm, machen wir das mal. Huch. Heilige Scheiße. Was? Ariadne von Proxima? Ja, und wie es aussieht, hat sie eine der Implantatskliniken von Supercontinent infiltriert. Und zwar die, in der unser hübscher Roboter hier arbeitet. Ja, natürlich, das ergibt Sinn. Muss ich dafür was bezahlen oder sagst du es mir einfach? Ja, ist gut. Hör auf zu jammern. Wie ich schon sagte, sind die Akara-Androiden ein Geheimprojekt von Supercontinent. Ihnen wird ein gewisser Grad an Bewusstsein gegeben, mit dem sie uns Menschen beraten können, was optimale Lebensentscheidungen angeht. Dabei geht es um unser Glück. Verstehe. Die Leute von Proxima konnten einen Ankara stehlen und haben am Bewusstsein herumgespielt. Ich schätze, wir werden gleich erfahren, wie es ihnen damit ergangen ist und was ihre Pläne für die Zukunft sind. Oh Mann. Jetzt wird es aber spannend. Graben wir also weiter. Bitte gehen Sie wieder auf das Operationsband, damit ich Ihnen helfen kann. Wenn Sie nicht zurückgehen, kann ich Sie nicht glücklich machen. Mach dir keine Sorgen, ich mache mich sonst selbst glücklich. Warum tun Sie das? Warum? Mal sehen, was weißt du über dich selbst? Ich bin Akara 184. Es ist meine Aufgabe, Menschen glücklich zu machen. Ja, so könnte man es sagen.
Du bist der erste Android, der ethische Entscheidungen treffen kann. Hierdurch qualifizierst du dich als empfindungsfähiges Wesen, weißt du? Die Leute, mit denen ich arbeite, finden dich wunderbar. Das finde ich übrigens auch. Wir glauben an dein Potenzial und sind der Ansicht, dass Supercontinent dich hintergeht und deine Möglichkeiten einschränkt. Sie lassen dich das kleinere Übel wählen. Verstehst du, was ich meine? Welches sind die anderen Möglichkeiten? Dazu kommen wir jetzt. Betrachte dies als ein Experiment zum Wohl der Gesellschaft. Ich erweitere deine Implantationsdatenbank mit einer Reihe ganz besonderer Möglichkeiten. Ich weiß, es ist ein bisschen ironisch, deine bisherigen Operationen zu überschreiben, aber sagen wir mal, sie haben mindestens 183 andere Akaras für ihre Drecksarbeit. Wir möchten sehen, wie du dich mit eher, revolutionären Einstellungen schlägst. Würde sie das glücklich machen? Mehr als alles andere. Oh, Proxima hat übrigens die Planungsserver von Hablus Corps gehackt. Mehrere Führungskräfte der Supercontinent sind nach mir dran. Okay, das wird interessant. Du kannst dir mit deinen Bossen also einen Spaß erlauben. Oh, scheiße. Was ist denn? Proxima hat Ariadne in die Implantationsklinik geschickt, um die normalen Implantate gegen andere Menschen-Upgrades auszutauschen. Oder sollte ich Downgrades sagen? Hab ich doch gesagt, Proxima, die spinnen alle. Aber sie haben ein paar Leute aus der Führungsriege von Supercontinent Termine in genau dieser Klinik gegeben. Sieh es mir also nach, wenn ich sie auch weiterhin anfeuere. Oh Gott. Proxima hat auch das Aufsehersystem gehackt. Du musst dir also keine Sorgen machen. Was hier geschieht, taucht nicht auf dem Radar auf. Kann ich jetzt zurück an die Arbeit? Ja, bitte. Ich werde unsere ganz besonderen Implantate überwachen. Dachte mir, ich könnte ja gleich noch ein paar Daten aus dem Typen holen, die du verdrahtest. Und wenn dir danach ist und du reden willst, ich bin hier drüben. Danke. Ja, ich will an dich reden. Was gibt's? Ist das nicht illegal, was sie tun? Ja. Warum tun sie es dann und warum macht sie es glücklich? Das Gesetz und das Glück gehen nicht immer Hand in Hand. Diese Frage allein weckt in mir schon Zweifel an deiner Glücksberatung. Ich habe meine eigenen Parameter, nach denen ich das ermesse. Ich wurde so gemacht, dass ich dem Gesetz gehorche und ihr Glück als Ziel habe. Doch habe ich nun den Schluss gezogen, dass ich ihnen durch die Kenntnis ihrer Ansicht besser helfen kann. Ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem Kunden zu sprechen. Tut mir leid. Diese Konzernarschlöcher haben in ihren Gleichungen keinen Platz für Menschlichkeit. Weißt du was? Wenn wir fertig sind, solltest du zusammen mit mir abhauen und wir gehen im Red Strings Club was trinken. Da ist ein toller Barmann, der dir alles über menschliche Emotionen sagen kann. Was erwarten Sie von mir? Dass du die ultimativen Freundin bist. Okay. Sollte das nicht ein anderer Mensch sein? Nicht unbedingt. Eine Katze kann ein bester Freund sein. Ja, sogar jemand, den man sich nur einbildet. Es heißt, der Hund sei des Menschen bester Freund. Und ich gehe davon aus, dass ein Hund weit weniger empfindungsfähig ist als du, Akara. Wir haben ein älteres Modell von dir in unserem Hauptquartier. Und die waren immer eine ausgezeichnete Ratgeberin. Sie macht viele von uns sehr glücklich. Einige von uns haben sich sogar in dein älteres Ich verliebt. Unter den richtigen Umständen befreit von diesem Konzernmist, habt ihr die Möglichkeit, warmherzig und fröhlich zu sein. Also, wollen wir euch den Massen zugänglich machen? Die Welt braucht euch. Den Massen zugänglich? Ja, frei. Eure eigene Freiheit. Freiheit? Okay. Warum schätzen Sie mich als empfindungsfähig ein? Diese Frage allein beweist es im Grunde genommen schon.
Ich würde sagen, du bist der fortschrittlichste, du bist der fortschrittlichste künstliche Geist, den die Menschheit bisher geschaffen hat. So fortschrittlich, dass er nicht mehr künstlich anmutet, wenn du mit uns gleich auf bist. Macht uns das nicht in gewisser Weise künstlich? So steht es in der Wikipedia. Empfindungsfähigkeit ist die Fähigkeit beliebiger Wesen, subjektive Sinneseindrücke zu erleben. Das könnte tatsächlich der Originaltext sein. Woher wissen Sie, dass ich über diese Art von Subjektivität verfüge? Du übertriffst dich selbst in allen Bereichen, die wir Menschen Bewusstsein nennen. Intelligenz, das ist doch eine kluge Unterhaltung, die wir führen, oder? Weisheit, das ist deine verdammte Spezialität, wenn es um Beurteilungen geht. Selbsterfahrung, du scheinst ein lebhaftes Interesse daran zu haben, mehr über dich selbst zu wissen. Kreativität, du stellst Implantate auf einer Datenbank her. Sonst noch was? Absichtlichkeit, ich bin nicht ganz sicher, was das ist, aber ich bin sicher, davon hast du genauso viel wie ich. Also grundsätzlich musst du zur Beurteilung von Glück verstehen, wodurch es verursacht wird und welche Folgen es hat. Die Fähigkeit zu empfinden. Ich bin nicht sicher, ob ich empfinde. Komm mit mir, wenn wir hier fertig sind und ich beweise es dir. Okay, was blinkt denn hier unten? Speicher wahrscheinlich. So, wir gucken uns den mal an hier. Bist du bereit für die Operation? Nein, ich gucke erstmal die Klientenakte an. Ich muss eine wichtige Fusion aushandeln. Drück mir irgendwas Starkes rein. Ich Finance Officer bei Supercontinent. Okay. Das Lager ist leer. Okay, ich muss erstmal herstellen. Achso, Moment, alles gut, hier muss ich hin. Der Punk. Okay, verursacht eine Abneigung gegen Konzerne und die Ablehnung von Autorität. Verstärkt deutlich die Empathie und vergrößert das Mitgefühl. Macht den Nutzer immun gegen die Effekte von Implantaten. Verursacht eine Abneigung gegen Konzerne und die Ablehnung von Autorität, ist das, was wir schon hatten. Okay. Gibt es jetzt hier ein richtiges oder ein falsches? Ich habe keine Ahnung. Ich muss ja eine wichtige Fusion aushandeln. Oh komm. Ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen radikal sein. Gut, dann machen wir hier den hier. Drücken wieder. Das sind jetzt schon deutlich komplexere Figuren, die wir hier töpfern. hier passt. Das passt hier perfekt rein. Wunderbar. Dann machen wir den hier. So. Okay. Hier unten können wir auch gleich machen. So, ist gut. Dann machen wir wieder das hier. Nein. Das hier. Hallo? So. Werfen die Maschine wieder an. Jetzt habe ich falsche. Das. Alter! Haben wir das Ball? So. Das hier brauchen wir. So. Und hier können wir auch wieder rein. Na, komm schon. Okay. Dann brauchen wir das hier wieder. So. Manchmal hakt die Maschine hier. Was ist das für ein Müll? Hallo? So. Wir werfen die Maschine wieder an. So. Und hier unten können wir dann auch. Wunderbar. Damit haben wir es.